So, heute gibt's mal wieder ein Video. Ihr weiß nicht mal hier so ein Adapter von Micro USB auf den 30-Pin-Connector von Samsung. Der Grund war ja, dass von meinem, ich hole mal das Tablet kurz, von meinem Tablet hier, von meinem Huawei MediaPad 10 FHD, war ja der Stecker gebrochen. So wie dieser jetzt hier auch aussieht. Warum ich jetzt ein extra immer. Dann, das ist hier von Coris, jetzt der Adapter. Der wird aber auch auf Amazon von diversen anderen Anbietern verkauft. Exakt derselbe Stecker. Und zwar wirklich exakt derselbe. Und zwar sind die sehr schlecht verbaut. Ich habe mir inzwischen ein Originalkabel wieder besorgt. Man sieht Original Huawei. Autofokus. Da. Halt mal beide Hände frei. Mein improvisierter Ständer. Behalterung fürs Teppich. Nutze ich auch einfach meine Lampe dafür. So, wer sieht. Original Huawei Ersatzteil. Nur, dass ihr mal wisst, falls euch das Huawei Kabel kaputt geht mit 30-Pin-Connector. 14,88 € bei Amazon. So, ich habe heute nämlich die Ersatzlieferung bekommen. Ja, mein Name ist Ribbit Off. Weil es nicht an meine Packstation ging, sondern an meine Hausadresse. Die habe ich nicht öffentlich im Internet stehen. Das ist jetzt noch kurz vorbei, weil es heißt, wenn ihr mir noch Weihnachtsgeschenke schicken wollt oder irgendwelche anderen Sachen, die ich mal in der Wien testen soll und so ein Kram, könnt ihr das machen. Ich habe auf den meisten Seiten steht meine Packstationadresse. Sorry für die Refresh-Rate, falls man das jetzt sieht. Das kommt von der Lampe. Also öffnen wir das mal. Schauen wir jetzt mal, was da drin ist. Ja, nur der Adapter. So, das ist der Originale. Da ich den jetzt aber so gesehen nicht brauche, werde ich ihn jetzt mal auseinandernehmen, um zu sehen, weil ich habe jetzt leider von dem hier die Platine verlegt. Ja, erstmal was nicht mal. So, der hier ist noch. Ja, bombenfest. Alles dran. Meinen uralten, den ich jetzt seit geschätzt 8 Jahren habe, wo schon Spitze leicht abgebrochen ist, was ihn aber perfekt macht dafür, wofür ich ihn immer brauche. Mal gucken, welche rankommen. Das mache ich das gleich mal kurz. Einen Moment im Offscreen. Ja, ich mache mal kurz Offscreen. Jetzt sieht er mal kurz nichts. Außer mein Tablet. Weil damit, wo ich jetzt ausmache, das gehört nicht auf YouTube. Nicht, zumindest nicht auf YouTube Deutschland. Okay, der scheint verklebt zu sein jetzt mal. Autsch. Scheiße, kriege ich mich auf. Dann pausiere ich hier mal kurz das Video, gleich geht's weiter. So, jetzt geht's weiter. Habe ich jetzt aufgekriegt. Diesmal scheint er besser verarbeitet zu sein, weil diesmal ging er schwerer auf, weil der hier ist fast komplett auseinandergefallen. So. Das ist der Chip. Sieht. Also, so wirklich Qualität ist das nicht. Was mich bei dem klein bisschen Platin Elektronik und Platin. Alter, ist die Lampe warm. 60 Watt ist ein bisschen zu viel. Oder was da drin ist für eine Birne. Ich guck mal. Fokus. Wie sieht. Wirklich, wirklich große Lötarbeit ist das nicht gewesen.
Was mich ein Problem ist, der Micro-USB-Anschluss ist in Ordnung. Diesmal mal gucken, ob diesmal mein Stecker passt. Ups. Und schon hat sich die, beim, nur beim Einstecken, trotz dass ich gedrückt habe, hat sich da schon die Leitung verfehlt. Also ist der jetzt auch schon wieder kaputt. Egal. Was ich hier an dem Adapter das Problem ist, der hier ist eigentlich gut befestigt. Okay, kann jetzt der Stecker gewesen sein, weil es auch nicht original und jetzt angepasst gewesen ist für mein Handy und für die externen Akkus. Dieser Stecker hier ist an der Platine dran gelötet. Nicht auf, sondern an die Platine gelötet. Man sieht, ist der nicht wirklich befestigt. Was man daran sieht, dass die Lötung, Fokus, 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 an diesen kleinen Pins hängt. Was das ganze Ding allein nur durch das Ein- und Ausstecken im Gerät, hier, man sieht, es ist der selbe Anschluss wie Samsung eben nutzt, sonst würde ja der hier nicht passen. Also allein das rein und rausstecken. Jetzt halte ich nämlich, Trick ist nämlich, jetzt halte ich nämlich das Ding hier fest. Hat immer gereicht, dass es, dass die Lötung hier, plopp, gebrochen ist. Meiner ist nach 15 Mal gebrochen. Natürlich Kugels angeschrieben, bla bla bla. Habe natürlich auch Verbesserungsvorschläge geschrieben, wie man das verbessern kann, weil der ist eigentlich in Ordnung. Kann sein nur, dass ich jetzt einen Montagsprodukt erwischt habe. Kann sein. Ich kann mal gucken, ob er auch funktioniert. Mein Samsung. Die sind alle bei mir so angepasst, weil sonst passen die in das, mein Handy nicht mehr rein. Zack. Und? Tablet sagt, gibt kein Piep von sich. Klar. Es ist doch wieder gerade kaputt gegangen, weil sie mich gerade sieht. Ich muss den Stecker immer ein bisschen hochdrücken, damit der Verbindung aufbaut. Aber das war dann, um zu zeigen, dass sich dieser Stecker von alleine verabschiedet. Und der hier kostet jetzt, von Kogi selbst kostet ja 5 Euro ein paar zerquetschte inklusive Versand. Es gibt ihn aber auch für 2 Euro oder so, gibt es den auch schon bei Amazon. Exakt denselben Stecker. Man braucht nur darauf achten, dass es. Gut, pack den jetzt mal hier wieder rein. Kann ich ihn ja später wieder zerschlöten. Mal gucken, ob ich ihn wieder reinkriege. Dass er eben so aussieht. Also darauf braucht ihr nur zu achten. Wieder fast wie neu. Also das ist klar, das ist jetzt
Und dafür ist er das Geld nicht wert, weil die Bildqualität ist miserabel. Weil es hat sich beim normalen Gebrauch, ich habe wirklich nur zu Hause genutzt, im Liegen, hat sich der Stecker von alleine plopp gelöst und war ab. Ich habe mir neu gewundert, mein Tablet steckt rein, tut sich gar nichts mehr. Musste wirklich 5 Tage ohne Tablet auskommen, weil so lange hat es gedauert, bis das Originalkabel, was ich bei Amazon bestellt habe, angekommen ist. Okay, nicht ganz 5 Tage, 3 Tage insgesamt war es, glaube ich. Frühmorgens kam es an, aber da war ich froh, weil wirklich, es gibt nichts besseres als unterwegs vom Tablet zu arbeiten als vom Handy. Never mess with our table. Ja, Facebook, danke. Aber muss sagen, wenn es soll wohl auch komplett, angeblich sollen auch die Kabel von Samsung Tablets funktionieren, die auch diesen Connector haben. Habe ich aber nicht getestet, da die Bewertungen auf Amazon waren mir zu schlecht, dass ich mir jetzt gedacht habe, komm, bestellst du dir jetzt ein Samsung-Ladekabel, also Daten- und Ladekabel in eins, wobei ich nicht weiß, dass ob die eins dasselbe sind, was mir auch nicht auffällt. Warte, Moment, so mal gucken, gucken wir mal kurz was rein. Weiß ich, kann man es hier sehen? Fokus. Das ist ja. Fokus, wir nicht ganz drauf. Und gerade war es, oder? Da. Das ist der nachgebaute für Samsung. Und das ist original Huawei. Bis auf einen einzigen Daumen, komm. Ich guck mal, ich sehe mal kurz offscreen angepasst kriege, dass es möglichst gleich deine liegt. Bis auf einen Pin, nämlich den einzelnen da, ist Samsung und Huawei gleich. Da sieht man es nochmal. Und das ist nämlich der Grund, warum, ich weiß aber nicht, wofür dieser eine einzelne Pin ist, der beim Original Samsung ist. Was ihr aber wissen müsst, iPhone-Stecker passen nicht. Ich hänge deswegen mal, falls ich es noch auf dem Computer habe, mal ein Bild an. Aber bei iPhone ist zwar der gleiche Stecker, aber hier sind die Einsparungen. Man sieht, hier. Habe ich eigentlich im anderen Video auch mal gesagt, hier sind die Einsparungen. Aber die Pins kommen nicht von der nach da, sondern von hier nach da. Also genau andersrum. Deswegen passt iPhone-Adapter-Zubehör nicht. Das ist das iPhone-Zubehör von 3, 2G bis 4G, 4, iPhone 4 und den Tablets. Weil die neuen haben jetzt alle Lightning und USB. Wieder ein neuer proprietärer Anschluss. Lassen, was mir auch aufgeht, das habe ich auch wieder gesehen. Hier ist nämlich noch ein Pin. Der ist nämlich auf dem Samsung. Doch bei Samsung ist der auch. Hier hinten in der Ecke ist ein ganz kleiner. Da sieht man ihn. Fokus. Da ganz leicht sieht man ihn. Der ist aber bei Huawei genauso. Das heißt nur der kleine Pin da. Ist anders. Aber ich weiß nicht, wofür der ist. Ist mir auch egal. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, die Qualität war so in Ordnung. Es ist nun mal 2080p, aber es ist nun mal ein Smartphone-Video. Proprietäre Beleuchtung ist hier, wie man sieht, da löscht die Lampe. Das ist gleichzeitig auch die Lampehaltung. Ich mache das ich kurz mal kurz. Falls ich es hinkriege. Ich mal ganz kurz Video und Video mache. Da sieht man's. Das ist die Haltung der Lampe.
Deswegen da ist er. Und da ist mein Handy eingeklemmt, da sieht man ein bisschen von meiner Kamera. Und den Kameraflash dazu noch zusätzlich. Deswegen, so funktioniert das bei mir gerade. Und das war's mit dem Video. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr sie stellen. Ich versuche so schnell wie möglich zu beantworten. Auch wenn ich der Weihnachtszeit momentan, ja, okay, Weihnachtszeit ist für mich dieselbe Zeit wie immer. Und Ende.